Wenn es schneit, schüttelt Frau Holle die Betten aus. Dann legt sich ein dichter weißer Teppich über die Erde. Die Vorstellung wurzelt in uraltem Volksglauben an Götter, Geister und Dämonen. Denn einst fürchteten die Menschen höhere Mächte, die Naturgewalten auf die Erde schickten. Zu den wildesten Wesen gehörte Frau Holle. Als gezähmte Märchenfigur hat sie Berühmtheit erlangt. Ihre Geschichte erzählt vom Alltag vergangener Jahrhunderte, von verlorenem Wissen und dunklen Mythen. Die Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Ein Schatz alter Erzählungen voller Zauber, Sehnsüchte und voll vom ewigen Kampf gegen das Böse. Die beiden Brüder haben die Geschichten gesammelt, aufgeschrieben und herausgegeben. Der erste Band erscheint 1812, der zweite 3 Jahre später. Wirtschaftlich sind sie ein Flop. Doch das kümmert Jakob und Wilhelm nicht. Unbeirrt halten sie an ihrem Vorhaben fest, Wissen und Mythen der germanischen Vergangenheit aufzuspüren. Eine Motivation zum Sammeln der Märchen war, dass man glaubte, damit den verloren gegangenen Reichtum der alten deutschen Dichtung wiederzufinden in mündlicher Überlieferung. Und diese mündliche Überlieferung hatte sich bewahrt in Volksliedern und in Märchen. Schreibst du das auf? Die Geschichte von Frau Holle wird den Grimms zugetragen. Es geht um ein artiges und ein unartiges Mädchen, die in eine übernatürliche Welt geraten und sich dort bewähren müssen. Eine Witwe hatte 2 Töchter. Die eine war schön und fleißig. Jeden Tag musste sie am Brunnen sitzen und spinnen. Die andere Tochter war faul und hässlich und drückte sich vor allen Pflichten. Trotzdem hatte die Witwe sie viel lieber, weil sie ihre richtige Tochter war. Eines Tages passierte es. Das schöne Mädchen stach sich beim Spinnen so heftig in den Finger, dass die Spindel voller Blut war. Es wollte sie schnell abwaschen, um das Unglück ungeschehen zu machen. Es hatte Angst vor seiner strengen Stiefmutter. Dummes Ding! Die Spindel sprang dem schönen Mädchen aus der Hand und fiel in den dunklen Brunnen. Hast du die Spindel hineingeworfen? So hol sie auch wieder heraus. Hopp! Hopp, hopp. In ihrer Herzensangst sprang die Jungfrau in den Brunnen hinein, um die Spule heraufzuholen. Hopp. Doch als sie in die Tiefe hinabsank, verlor sie die Besinnung. Wenn nun da in einen Brunnen gesprungen wird, dann ist das ein Übergang in die Jenseitswelt. Brunnen sind sozusagen prima geeignet. Nicht nur in unserer Kultur, überall, wo Brunnen vorkommen, und die kommen überall vor, ist der Brunnen der Übergang. Auch im Alltag der Menschen spielt der Brunnen eine zentrale Rolle. Kein Dorf, kein Marktplatz ohne Brunnen. Er sichert nicht nur die Trinkwasserversorgung, sondern ist auch ein beliebter Treffpunkt. Es sind die Frauen und Mädchen, die das Wasserholen übernehmen. Dabei wird geredet und getratscht, Sorgen werden anvertraut oder Liebschaften angebahnt. Die Zeit der Brüder Grimm ist auch die Zeit der romantischen Dichtung. Der Brunnen gehört zu den beliebtesten Motiven. Er ist der Ort, um von einer besseren Zukunft zu träumen.
Den meisten Frauen stehen damals nur zwei Möglichkeiten zur Wahl. Entweder heiraten sie und führen einen eigenen Haushalt mit vielen Kindern, oder sie leben als Unverheiratete bei einem der Geschwister und schuften. In der Trostlosigkeit helfen oft nur noch fantastische Geschichten. Eine stammt aus der Sagenwelt Nordeuropas. Sie führt in das Reich der Nornen. Gottgleiche Schwestern, die für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stehen und an der Schicksalsquelle leben. In der nordischen Mythologie sind diese Frauengestalten, die an einer Quelle oder an einem Brunnen sitzen, sind die Nornen. Das sind diese drei, vielleicht auch mehr, Frauengestalten, die für das Schicksal zuständig sind, die also einem Menschen sein persönliches Schicksal voraussagen können. Der Brunnen mit seinem Wasser gilt als Quell des Lebens. Als Jungbrunnen verspricht er sogar ewige Jugend. Die uralte Glaubensvorstellung steckt auch in der christlichen Taufe. In anderen sind es Nixen und Nymphen, die im Brunnen ihr Unwesen treiben und den Menschen Angst machen. Im Märchen der Brüder Grimm ist der Brunnen das Tor in eine Jenseitswelt. Eine Welt, in der eigene Gesetze herrschen. Als das Mädchen wieder zur Besinnung kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Das Mädchen weiß nicht, was es erwartet. Aber wie es sich für ein Zaubermärchen gehört, passieren lauter bizarre Dinge. Zunächst muss das junge Ding eine Reihe von Prüfungen bestehen. Jeder versteht das, denn es kommt in vielen Märchen vor. 'Zieh mich raus, sonst verbrenn ich. Ich bin schon längst ausgebacken.' Der Backofen war voller Brot. Da trat das Mädchen hinzu und holte mit dem Brotschieber alle nacheinander heraus. Eine kuriose Welt mit üppigen Wiesen und sprechenden Broten. Vielen Dank! In der es alles im Überfluss zu geben scheint. Dahinter stecken tief sitzende Wunschvorstellungen. Frau Holle ist insofern ein Schlaraffenland-Märchen, als auch die Schlaraffenland-Geschichten, die wir kennen, Sozialutopien sind und wunderbare Landschaften entwerfen, in denen wunderbare Dinge wie selbstverständlich geschehen. Ach, schüttle mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel zu Boden fielen, als regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war. Dann legte es alle auf einen Haufen zusammen und ging weiter. Die ersten beiden Prüfungen hat die junge Maid erfolgreich bestanden. Damit ist der Weg frei für die große Bewährungsprobe. Etwas später kommt das Mädchen zu einem kleinen Haus. Und da zeigt sich erstmals die Hauptfigur des Märchens. Eine alte Frau mit großen Zähnen, wie es bei den Grimms heißt. Bleib! Ich bin die Frau Holle. Bleib bei mir. Wenn du im Haus ordentlich arbeiten willst, so soll dir es gut gehen. Wenn wir Märchenforscher der Volksmärchen ein Alter bestimmen sollen, dann sind wir gezwungen, von den schriftlichen Quellen zunächst mal auszugehen. Und die schriftlichen Quellen von Frau Holle zuverlässig, Frau Holle, dass es auch Frau Holle ist, die führen tatsächlich zurück bis ins etwa 12., 11. Jahrhundert.
Das sind aber nur immer einzelne Motive, nicht das gesamte Märchen. Und so tasten wir uns weiter vor bzw. zurück in die Mündlichkeit. Das älteste Dokument stammt von Bischof Burkhard von Worms. Um das Jahr 1000 schreibt er, dass eine gewisse Holda mit weiblichen Dämonen auf Tieren durch die Nacht reite. Für ihn ein gefährlicher Aberglaube. Die wilde Jagd ist eine sehr, sehr alte Vorstellung. Wir finden sie schon in der Antike. Sie wird immer intensiver im Frühmittelalter, wo man sich vorstellt, dass eine Geisterschar oder Schar von Dämonen durch die winterlichen Himmel zieht, unter ziemlichem Krach und Klamauk und Gebell und Geschrei und so weiter. Für die Kirche sind die wilden Dämoninnen Verbündete des Teufels. Gewalttätige Hexen. Für die Grimm-Brüder ist Frau Holda noch älter, nämlich eine germanische Göttin. In den Rauhnächten tobt sie durch die Wolken und löst dabei die alljährlichen Winterstürme aus. Und sie glauben, diese mythische Figur sei die Vorlage für Frau Holle. Den Brüdern Grimm ist es eben gelungen, da im Mitteldeutschen eine Sage zu finden, wo die Protagonistin, die wichtigste Gestalt dieser nachtfahrenden Frauen, ist eine Frau Holda. Und da war für sie natürlich der Bezug zur Frau Holle ziemlich schnell herzustellen. Besonders Jakob Grimm gibt sich viel Mühe zu beweisen, dass Frau Holle mehr ist als nur eine Märchenfigur. Er leitet ihren Namen sogar aus der Sprachgeschichte her und kommt zu dem Schluss, dass das Wort Holle nichts anderes sei als eine Form von Holda oder Hulda, die Huldreiche, eine germanische Göttin. Ich habe dir doch neulich von diesem Text erzählt, den ich gefunden habe. Hier, schau mal da. Das reicht den Brüdern aber noch nicht. Sie suchen auch nach Kultplätzen und anderen Hinterlassenschaften der heidnischen Gottheit. Die Suche beginnt in ihrer nächsten Umgebung. Viele Jahre leben und arbeiten die Brüder Grimm in der nordhessischen Residenzstadt Kassel. Von den alten Vierteln ist heute nicht mehr viel zu sehen, aber ihr Wohnhaus, die Torwache in der Wilhelmshöher Allee, steht noch heute. Von dort aus treiben sie ihre Forschung voran. Sie studieren die nordhessische Frühgeschichte und beginnen, Märchen zu sammeln. Hier in Hessen haben wir die besondere Situation, dass sich der Volksstamm der Katten, also der historische Stamm der Hessen, in der Völkerwanderung nicht bewegt hat. Das war den Brüdern Grimm ein Ausweis dafür, dass die Überlieferungen, die sich hier gehalten haben, besonders alt seien. Die Region um den Hohen Meißner ist so ein Ort alter Legenden. Dort stellen die Grimms Nachforschungen an. Jakob Grimm zieht es zu einem kleinen Teich. Er liegt inmitten eines Waldstücks, 620 Meter über dem Meeresspiegel. Der Legende nach dient er in germanischer Zeit als Kultstätte für Frau Holle. Die Göttin soll das Wetter am Hohen Meißner beherrscht haben. Augenzeugen wollen sie dort sogar gesehen haben. Die erste schriftliche Aufzeichnung zu dieser Frau Holle-Verehrung an diesem Teich stammt aus dem Jahr 1641 von Landgraf Hermann von Hessen-Rotenburg, der beschrieben hat, dass dieser Teich sehr trübe sei und dass er zur Mittagszeit die Frau Holle hier erscheine und ihr Unwesen treibe, also herumspuke. Der Volksmund sagt, das Wasser im Holleteich lasse Kranke gesund und kinderlose Frauen fruchtbar werden. Die Vorstellung hält sich bis ins 20. Jahrhundert. Viele Geschichten kursieren um Frau Holle. Sie ist nicht nur sanfte Heilerin, sondern auch Wettermacherin und Fruchtbarkeitsgöttin. Ihr Reich liegt in einer anderen Welt. Um dorthin zu kommen, muss man in den dunklen Teich hinabtauchen. Er ist das Tor.
Weil die Alte dem Mädchen so gut zusprach, fasste es sich ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Das Märchen bringt noch weitere Facetten der Frau Holle Verehrung hervor. In der Geschichte ist sie auch noch Hüterin der Spinnerinnen und der Hausarbeit. Schau, du musst mein Bettzeug gut ausschütteln. Jetzt schneit es in der Welt. Etwas ist merkwürdig an Frau Holle. Sie lässt es schneien, ist also irgendwo hoch oben in den Wolken. Aber müsste sie nicht unten sein? Der Weg zu ihr führt doch durch einen tiefen Brunnen. Da unten oder da oben? Das ist die Frage. Wie kann sie Betten schütteln und die Schneeflocken fliegen nach oben? Und wie kann einer in einen Brunnen steigen und kommt nach oben, anstatt dass er tief runterfällt? Selbst das ist nicht klar zu beantworten. Im Reich von Frau Holle ist dieses Naturgesetz aufgehoben. Oben ist gleichzeitig auch unten und umgekehrt. Das Mädchen besorgte alles zur Zufriedenheit der Alten. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei Frau Holle. Kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Das ging eine ganze Zeit lang gut. Doch obwohl es dem Mädchen viel tausendmal besser ging als zu Haus, wurde es traurig. Anfangs wusste es nicht, was ihm fehlte. Endlich aber merkte es, was es war. Heimweh. Wenn es mir hier unten auch noch so gut geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen. Dass das Mädchen, das von seiner Mutter und Schwester schlecht behandelt wird, wieder nach Hause zurückkehren möchte, ist vermutlich nur psychologisch erklärbar. Auch heute findet man das Phänomen ja noch, dass Kinder, die vorübergehend in Heimen sind, dass die auf jeden Fall wieder nach Hause wollen. Und hierin zeigt sich eine gewisse tiefe psychologische Wahrheit, die in den Märchen stattfindet. Was darf und was soll eine junge Frau? Darum geht es nicht nur im Märchen, sondern auch zu Hause bei den Brüdern Grimm. Ihre Schwester Charlotte führt den Haushalt, seit die Mutter gestorben ist. Als sie die Aufgabe übernimmt, ist sie gerade einmal 15. Sie versucht, alles in Ordnung zu halten, putzt, wäscht und kocht, ist aber völlig überfordert. Dolchen, es dauert. Wieder so spät. Im 19. Jahrhundert herrscht weitgehend die Regel, dass eine Frau aus bürgerlichen Kreisen für den reibungslosen Ablauf im Haushalt verantwortlich ist und die Kinder versorgt. Die Frau ist das Heimchen am Herd. Ihre ganze Erziehung läuft darauf hinaus. Das gilt auch für Charlotte. Eines Tages soll sie einen guten Ehemann finden und heiraten. Doch bis es soweit ist, muss das Mädchen noch eine Menge lernen. Lottchen, du weißt, wir würden dich lieben. Aber der Haushalt ist doch sehr unangenehm geworden. Ja. Es ist einfach keine Ordnung mehr. Weder beim Essen noch sonst. Die ideale Frau, gemäß dem bürgerlichen Ideal, war diejenige, die eben sich für ihre Familie, für ihren Ehemann, für ihre Kinder vor allen Dingen aufopferte, ihre eigenen Wünsche hintanstellte, den Haushalt perfekt organisierte, managte, die aber gleichzeitig nach außen hin eben die heile Welt der Familie auch verkörperte, durch gepflegte Erscheinung, durch gutes Benehmen der Kinder, durch die gute Kinderstube, wie das so schön hieß, für die sie auch zu sorgen hatte letztlich. 1840 werden die Brüder Grimm nach Berlin an die Akademie der Wissenschaften berufen.
Inzwischen sind die beiden Anfang 50. Die preußische Residenz ist damals eine pulsierende Stadt, in die gerade die Moderne einzieht. In Berlin, wie auch anderswo in Deutschland, ist die industrielle Revolution auf dem Vormarsch. Neue Firmen werden gegründet. Das Großbürgertum entsteht und beginnt, den Ton anzugeben. Man möchte vornehm sein wie der Adel. Und ein paar Glückliche können sich das sogar leisten. Besonders in Großstädten wie Berlin werden Dienstmädchen gebraucht. Die meisten kommen vom Land. Ein vielverkauftes Buch heißt »Das feine Dienstmädchen, wie es sein soll«. Die Autorin Isa von der Lütt beschreibt darin genau die Regeln für den neuen Berufsstand. Das war ein Ratgeberbüchlein, was die jungen Mädchen, die 14-, 15-jährigen jungen Mädchen vom Lande in die Hand bekamen, ehe sie dann den Dienst in der Stadt antraten. Und da gibt es eben Kapitel, gleich das erste natürlich, die berühmten Dienstmädchen-Tugenden. Dazu gehört Bescheidenheit, guter Wille, Fleiß, Ordnungsliebe, Reinlichkeit, Redlichkeit, Wahrhaftigkeit und Treue. Der Traum vom Leben in der Stadt und die Hoffnung auf sozialen Aufstieg ist die Triebfeder der jungen Frauen vom Land. Doch die wenigsten können ihn sich erfüllen. Ein Dienstmädchen zu der Zeit der Brüder Grimm war in der Regel 16 Stunden auf den Beinen. Das stand sehr früh in aller Herrgottsfrühe auf, um erst mal den Ofen anzuheizen, die Küche aufzuräumen, das Frühstück vorzubereiten. Sie hatten wenig Freiheiten, sie hatten auch gar keine Zeit, eine Freiheit überhaupt auskosten zu können, weil sie wirklich ständig auf den Beinen waren. Ein Leben nach der Uhr. Voller Ehrerbietung und Gehorsam gegenüber dem Arbeitgeber. Das alles ist in den Haushalten des Bürgertums der Maßstab. Die jungen Mädchen vom Land müssen das mühsam lernen. Und die Brüder Grimm leisten mit den Kinder- und Hausmärchen ihren Beitrag dazu. Die Brüder Grimm haben sich als Erzieher durchaus verstanden, als Erzieher der Kinder und der Jugend und haben entsprechend eben Idealbilder auch in ihren Märchen dargestellt. Und die Goldmarie ist eine ideale junge Frau. Sie ist nicht nur schön, sondern ist auch fleißig und bescheiden und emsig und gehorsam. Und weil die Heldin der mütterlichen Frau Holle bewiesen hat, dass sie alle Eigenschaften einer idealen Frau erfüllt, kann sie zurück in ihr altes Leben. Weil du mir so treu gedient hast, werde ich dich selbst zum Tor bringen. Frau Holle nahm das Mädchen bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Sie gab ihm auch die Spule wieder, die in den Brunnen gefallen war. Und Frau Holle sagte, das sollst du haben, weil du fleißig gewesen bist. Das Tor ward aufgetan. Und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen. Und alles Gold blieb am Mädchen hängen, sodass es über und über bedeckt war. Frau Holle hat das Gold herbeigezaubert. Ein klares Zeichen ihrer Macht. In vielen Mythologien steht Gold für Göttlichkeit. Womöglich ein Hinweis auf die germanische Herkunft der Frau Holle. Doch warum gibt es sie dann nur noch im Märchen? Eine Antwort verbirgt sich unter der Kapelle Amorsbrunn im unterfränkischen Odenwald. An das Gotteshaus grenzt ein Wasserbecken, das auf ein heidnisches Quellheiligtum zurückgeht. Bis ins frühe Mittelalter wurde die Weihestätte regelmäßig aufgesucht, um dort eine Göttin um Hilfe zu bitten. Wegen des Wassers ist der Ort auch heute noch beliebt. Wenn man hierher kommt, kann man fast immer Menschen sehen, die zum Teil von weitem herkommen, mit Flaschen,
Gläsern, um hier Wasser zu schöpfen, um gesund zu werden, die Energien der Quelle zu haben, aber ganz besonders, um fruchtbar zu werden. Und wenn man sich diese Bräuche erklären will, so kommt man unweigerlich auf Frau Holle, die große germanische Göttin, die Holde, die Leben schenkt, auch Leben nimmt und die Fruchtbarkeit und Gesundheit gewährt. Wasserheiligtümer sind eng mit der Göttin Holle, Holda oder Hulda, wie sie je nach Region heißt, verbunden. Doch mit dem Christentum geraten viele der heidnischen Kulte in Vergessenheit. Auch in Amorsbrunn. Die Kirche wird im 8. Jahrhundert gebaut, direkt über der heiligen Quelle, die das Außenbecken speist. Ein geschickter Zug der Missionare, der sich oft bewährt hat. Die Weihestätte bleibt erhalten, bekommt aber einen neuen christlichen Inhalt. Im Kirchenraum gibt es keinen Hinweis auf die Göttin Holle, dafür aber ein Altarbild mit der Jungfrau Maria. Ähnliches geschieht in Würzburg auf dem heutigen Marienberg. Auch dort wird die große Göttin verehrt, bevor die Frankenherrschaft dem Christentum zum Durchbruch verhilft. Seit dem frühen 8. Jahrhundert steht dort eine Kirche, die der Jungfrau Maria geweiht ist. Heute diskutieren Forscher, ob Züge der Holle-Göttin auf die christliche Jungfrau Maria übertragen wurden. Nun hat Maria als unbefleckte Mutter von Jesus Christus mit Frau Holle nur eine sehr entfernte Ähnlichkeit. Aber das Bedürfnis der Menschheit, das tief drin sitzende Bedürfnis, auch eine weibliche Person anbeten zu wollen, das ist natürlich an vielen, vielen Göttinnen der nichtchristlichen Kulturen festzumachen. Von allen bekannten Märchen ist Frau Holle das einzige, in dem nur Frauen vorkommen. Das einzige männliche Wesen darin ist der Hahn. Seinen Ruf hört jeder, ob man will oder nicht. Unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Aus dem einfachen Mädchen ist die Goldmarie geworden, wie sie in einer anderen Märchenversion heißt. Dass sie wieder nach Hause kommt, überrascht ihre Schwester und Stiefmutter. Und was sie sehen, können die beiden kaum glauben. Das viele Gold, das alles überstrahlt. Sie wollen von der Goldmarie wissen, was sie für den unermesslichen Reichtum tun musste. Goldmarie erzählt ohne Argwohn alles, was sie seit ihrem Sprung in den Brunnen erlebt hat. Als die Mutter hörte, wie ihre Stieftochter zu dem Gold gekommen war, wollte sie ihrer anderen, hässlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Los, jetzt geh! Das faule Mädchen musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Und damit die Spule blutig ward, sich in den Finger stechen. Dann warf das faule Mädchen die Spule in den Brunnen und sprang selbst hinein. Na los! Natürlich will die faule Maid nur zu Frau Holle, um so reich zu werden wie ihre Schwester. Aber sie ahnt nicht, dass die Alte auch eine strenge Richterin ist. Frau Holle unterscheidet zwischen Gut und Böse und wie eine junge Frau zu sein hat und wie eben auch nicht. Also im Grunde ist sie so eine Musterfrau und jemand, der wirklich als Schiedsrichterin entscheidet, ob eine Frau den richtigen Weg geht oder auch eben nicht. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Mit ein paar wesentlichen Unterschieden. Das faule Mädchen geht zwar denselben Weg wie das Fleißige, aber es versteht nicht, worauf es ankommt.
Das zeigt sich gleich bei der ersten Prüfung. Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken. Die Faule aber dachte, da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen, und ging einfach fort. Ach, schüttle mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Das faule Mädchen dachte aber, du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen, und ging damit weiter. Weder fleißig noch bescheiden. Das Verhalten des faulen Mädchens lässt keinen Zweifel zu, dass es Schwierigkeiten bekommen wird. Und als das Mädchen schließlich vor das Haus der Frau Holle kam, fürchtete es sich nicht. Es hatte ja schon von den großen Zähnen gehört. Deshalb verdingte es sich gleich bei ihr. Na dann. Frau Holle ist eines der beliebtesten Märchen in Deutschland und auch in eher nordischen Ländern. Denn dort lässt Frau Holle es ja schneien. Während in Ländern, in denen wenig Schnee vorkommt, diese Gestalt in dieser Kombination mit dem Bettenschütteln nicht bekannt ist. Die Menschen an der Nordsee denken eher an die raue und wilde Seite der Frau Holle. Wenn die Elemente toben, so hat man in grauer Vorzeit geglaubt, steckt niemand anders dahinter als eine mächtige Göttin wie sie. Im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus leben Germanen in der Siedlung Tofting. Das Dorf haben sie mit einer Warft, einem Erdhügel, gegen die Gefahren des Meeres geschützt. Seit Jahren wird der Ort archäologisch erforscht. Man kann sich gut vorstellen, dass sich bei einem Sturm die Menschen in dem Haus zusammengekauert haben, dass die Sturmflut immer höher auflief, dass die Menschen sich angstvoll aneinander geklammert haben, dass das Vieh gebrüllt hat, dass die Wellen gegen die Warft schlugen und dass man gehofft hat, dass die Wellen nicht das Haus selbst erreichen und zerstören. Die wilde Nordsee bedroht die Existenz der Küstengermanen. Oft geht es um Leben und Tod. Und es sind Naturgottheiten, die über Gedeih und Verderb entscheiden, so der Volksglaube der Menschen vor fast 2000 Jahren. Um den Zorn der Götter zu besänftigen, haben die Germanen regelmäßig Opfer dargebracht. Blumen, Tiere oder Amulette. Wenn sie damit aber das Unheil nicht abwenden konnten, dann haben die Germanen auch Menschen geopfert. Man kann sich vorstellen, dass sich hier ein Wohnstallhaus befand, nach den Ausgrabungsbefunden mit dem Wohnteil hier unter Feuerstelle und dort dem Stallteil. Und unterhalb dieser Herdstelle befand sich ein Brunnen. Dieser Brunnen war mit Mist verfüllt. Der datiert in das 2. Jahrhundert nach Christus. Und das Interessante ist, dass in diesem Brunnen sich ein Kinderskelett befand. Ein Kind ist das Wertvollste, was ein Mitglied der Sippe zu geben hat. Deshalb ist in germanischer Vorstellung ein Kindsopfer das äußerste Mittel. Das Kinderskelett haben die Archäologen im Landesmuseum Schloss Gottorf in Schleswig gründlich untersucht. Anhand des Zustands der Knochen können die Forscher erkennen, ob das Kind gewaltsam getötet wurde. Das Geschlecht lässt sich nicht feststellen, weil das Kind zu jung war, als es starb. Wie alt mag das gewesen sein? Na, das Kind würde ich schätzen so 1-2 Jahre, also doch kein Säugling mehr. Dem germanischen Volksglauben nach reist die Seele eines verstorbenen Kindes zur Muttergottheit zurück. Die Reise führt durch einen Brunnen. Also ich sehe nichts, was irgendwie auf
Gewalt oder sonst was hindeutet. Offenbar war das Kind bereits tot, als es im Brunnen abgelegt wurde. Wenn wir uns einmal vorstellen, dass man in diesem Brunnen ein Kind abgelegt hat, dass man anschließend erst den Brunnen mit Mist verfüllt hat und dass man dann darüber ein Haus errichtet hat und dass sozusagen die Herdstelle direkt oberhalb des Brunnens sich befindet, dann heißt das für das damalige Verständnis der Menschen doch, dass sie vielleicht an ein Bauopfer gedacht haben. Das heißt, dass die Menschen damals an Götter geglaubt haben und dass man diesen Göttern sozusagen auch als Schutz für das eigene Leben und als Schutz für das Haus so ein Kind geopfert haben könnte. Sogenannte Bauopfer wie in Tofting gab es schon vor über 8000 Jahren in vielen Kulturen. Aber ein Kind als Opfer beweist, dass die Nordseegermanen eine mächtige Gottheit gnädig stimmen wollten. In Zusammenhang mit dem Brunnen kommt Frau Holle in Frage, die große Göttin. Wie mächtig Frau Holle ist und dass sie über Gedeih und Verderb entscheiden kann, das ahnt das faule Mädchen nicht, als es den Dienst bei ihr beginnt. Nur widerwillig lässt sich die junge Frau die Aufgaben zeigen, reißt sich aber zusammen, denn sie denkt an das viele Gold, das ihr als Lohn winkt. Na, was ist? Ausschütteln? Sie erledigt keine einzige Aufgabe so, wie sie es soll. Und damit entspricht sie nicht dem jahrhundertealten Frauenideal. Schon am zweiten Tag fing das Mädchen an zu faulenzen. Am dritten Tag noch mehr. Da wollte es morgens schon gar nicht mehr aufstehen. Und es wurde noch schlimmer. Es machte der Frau Holle das Bett nicht so, wie sich's gebührte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Das ward Frau Holle bald müde und kündigte dem Mädchen den Dienst auf. Los, komm, raus! Verschwind! Verschwind! Frau Holle straft wie eine strenge Mutter. Deshalb wird sie sogar auf eine Stufe gestellt mit den großen Muttergottheiten der Weltgeschichte. Wir haben diese große Muttergottheit in allen Hochkulturen. Wir haben im nahöstlichen Bereich die Demeter, eine Muttergottheit, die auch für Fruchtbarkeit und indirekt sogar fürs Wetter zuständig ist. Wir haben die Hera als Königin oder Mutter aller Götter im römischen Bereich, als Frau von Jupiter bzw. Zeus. Und wir haben im nordischen Bereich die der Hera entsprechende Frigg, die Frau von Odin, die indirekt damit auch die Mutter aller Götter ist. Der Kult um Muttergottheiten ist nicht ganz verschwunden, so sehr sich die christlichen Missionare auch bemüht haben. Im Alpenraum gibt es eine Tradition, die auf heidnisches Brauchtum zurückgeht. In den Rauhnächten zwischen Weihnachten und dem 6. Januar treffen sich in Abtenau, unweit von Salzburg, die sogenannten Perchten. Sie tragen aufwendige Masken. Angeführt wird die Gruppe von einer gewissen Frau Perchter. Das Besondere an ihr, sie hat zwei Gesichter, ein gütiges und ein zorniges. Forscher sehen einen Zusammenhang zwischen der Perchter und Frau Holle. Also in diesen alpenländischen Berchtenläufen, wie alt sie jetzt immer auch sein mögen, haben wir verschiedene interessante Figuren drinnen, wie die Frau Perchter oder diese Frau Holder, die unterschiedliche Aspekte uns zeigen, nämlich einen positiven und einen negativen. Und das weist auf die Funktionen dieser Figuren hin, die also eine moralische Instanz bilden, also vielleicht das Gute belohnen und das Böse bestrafen, so wie es auch Frau Holle im Märchen tut.
Es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Frau Perchta und Frau Holle. Die Rauhnächte sind genau die Zeit, in der Frau Holle der Sage nach in wilder Jagd durch die Lüfte fährt. Im Märchen der Brüder Grimm ist die rasende Göttin längst gezähmt. Ihr Urteil ist nicht mehr vernichtend, die Strafe aber streng. Frau Holle führte auch das faule Mädchen zu dem Tor. Als es aber darunter stand, wurde statt des Goldes ein großer Kessel voller Pech über ihm ausgeschüttet. Das ist zur Belohnung für deine Dienste, sagte Frau Holle und schloss das Tor zu. Die Faule kam heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt. Und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief: Unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier! Das Pech aber blieb fest an ihr hängen. Und solange die Pechmarie lebte, wollte es nicht abgehen. Pech steht sprichwörtlich für alles, was man auf keinen Fall haben sollte, schon gar nicht als junge Frau. Pech zu haben ist eine Strafe, die im schlimmsten Fall lange nachwirkt. Nur durch fleißige Arbeit, so sagt das Märchen, findest du dein Glück. Es erzählt von einer Zeit, als die meisten Menschen noch auf dem Dorf wohnen. Durch die mündliche Überlieferung sind viele Vorstellungen eingeflossen, auch aus der Zeit des Biedermeiers. Über das richtige Verhalten der jungen Frauen entscheidet allein Frau Holle. Ihre Autorität geht zurück auf heidnische Muttergottheiten, die schützen, belohnen und strafen. Und nebenbei auch noch das Wetter machen. Wie die heidnische Göttin als Frau Holle ins Märchen kam, lässt sich nicht mehr klären. Aber etwas muss sie an sich haben, das auch heute noch Orientierung bietet.